Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißen Sie? Bruder Leonhard. Wann haben Sie das erste Mal in Ihrem Leben von Medjugorje gehört und was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ja, das war vor circa 30 Jahren, was ich gedacht habe. Ich dachte schon, das ist echt. Habe mich aber selbst nicht herbegeben. Ich habe gewartet, bis ich Priester war und bin dann nach meiner Priesterweihe heruntergekommen, weil ich gewusst habe, Medjugorje ist der Beichtstuhl der Welt und wenn man hier ist, dann muss man Beicht hören. Und dann habe ich eben gewartet und anscheinend haben die Leute auch gewartet. Denn wenn ich runtergekommen bin, ging es gerade sofort los. Ne? Mhm. Das bin ich fast nicht mehr rausgekommen aus dem Beichtstuhl. Und das geht bis heute so zu. Und was ist, wenn Sie Menschen erklären, die vielleicht nicht katholisch sind, was ist das Schöne an der Beicht? Warum ist sie so speziell? Ja, weil sie den Frieden bringt. Ne? Frieden mit Gott. Und daraus auch Frieden mit sich selbst und Frieden mit den Mitmenschen. Aber man muss den Frieden Gottes auch annehmen. Wenn man den Frieden Gottes bekommt durch die heilige Beichte, durch die Losprechung der Sündern, dass man dann auch sich selbst verzeiht. Und da mangelt es eben ganz, ganz viele Leute dran. Viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich habe schon gebeichtet, aber ich fühle mich noch nicht befreit. Ne? Und dann frage ich ein bisschen nach, wie sieht es aus drinnen und haben sie sich auch vergeben? Nein, eigentlich nicht. Ne? Und wenn man, ich sage dann immer, wenn der große Gott ihnen vergibt, sie kleines Würmchen, haben sie dann das Recht zu sagen, aber ich vergebe mir nicht. Ja, das haben sie schon recht, sagen dann die Leute. Ne? Ich sage so, jetzt sagen wir mal, beten wir mal, Jesus, ich danke dir für deine Vergebung, lass mir alle meine Sünden vergeben. Und so wie du mir vergeben hast, so vergebe ich mir selbst jetzt auch. Ne? Und werfe meine Sünden hinter dich und denk nicht mehr dran, weil du auch nicht mehr dran denkst. Und ich gehe jetzt vorwärts und schaue noch in deine Gnade und Barmherzigkeit. Und dann kommt die Erlösung. Ne? Mhm. Denn solange man sich selbst nicht vergibt, wenn Gott einem vergeben hat, dann kommt es nicht richtig rein mit dem Frieden. Aber wenn man sich vergibt, dann hat man den Frieden. Und dann kann man auch mit den Mitmenschen den Frieden haben. Und viele Leute kommen und sagen, ja, ich habe keinen Frieden mit den Mitmenschen und ich kann sie nicht annehmen und so weiter und so fort und die sind mühsam. Da frage ich, ja, haben sie sich selbst auch angenommen? Ne? Und da hangelt es auch schon wieder dran. Ne? Wenn man sich selbst nicht annimmt, sich selbst nicht lieb hat, ne, kann man auch den anderen nicht annehmen und den anderen nicht lieben. Und man muss sich annehmen auch mit der Armseligkeit, die man hat. Ne? Und diese Armseligkeit zum Herrn bringen. Zur Schwester Faustina hat Jesus mal gesagt, schenk mir was. Sie sagte, ich habe dir doch schon alles geschenkt, ich bin im Orden, ich weiß nicht, was ich schenken will, ich habe mein Leben dir geschenkt. Er sagte, nein, hast mir nicht alles geschenkt, du hast mir deine Armseligkeit nicht geschenkt. Was, die willst du haben? Ja, die will ich haben. Und so will der Herr unsere Armseligkeit haben, dass wir sie erst einmal annehmen, dass wir nicht nur denken, ja, wir sind nur gut oder nur schlecht, sondern wir sind halt gut und auch das andere ist da. Ne? Wir haben auch die eigene Armseligkeit und diese Armseligkeit will eben auch umarmt werden. Ne? Und wenn wir diese Armseligkeit in uns umarmen dann, und Ja sagen dazu und sie dann dem Herrn übergeben, und dann nimmt sich er diese Armseligkeit an. Ne? Und dann haben wir den Frieden. Ich darf auch zu meiner Armseligkeit stehen, sie gehört einfach zu mir, aber der Herr liebt uns bedingungslos. Ne? Wir müssen nicht erst Bedingungen erfüllen, damit wir von Gott geliebt sind. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn für uns gesandt hat, so sagt es der Paulus. Ne? Und diese bedingungslose Liebe Gottes will angenommen sein, mit dieser bedingungslosen Liebe mich selbst annehmen und lieb haben, so wie er mich liebt, und dann auch den Mitmenschen annehmen und lieben, wie Gott ihn liebt. Und das alles aus der Gnade Jesu heraus. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade kann ich mich selbst annehmen, kann ich den Mitmenschen annehmen, kann ich verzeihen, mir selber, den Mitmenschen, und dann habe ich den Frieden. Wunderschön, wunderschön. Und wenn ich Sie fragen darf, ich treffe viele Leute, die wollen nichts von Gott hören, aber schon Gott der Vater sagt. Was ist Gott der Vater für Sie? Was ist die Schönheit? Ja, Gott Vater ist der Schöpfer allen Seins. Man muss ja nur die Augen aufmachen, man sieht die Herrlichkeit der Schöpfung, man sieht die Wolken, den Himmel, das Weltall, man sieht das Wunderbare, das ist alles von Gott geschaffen, das ist nicht einfach zufällig und nicht einfach nur Evolution, sondern da ist eine Kraft dahinter, eine Weisheit, die das alles erschaffen hat, und Gott ist der liebende Vater.
Aber viele haben auch vom eigenen Vater halt keine Liebe bekommen oder nur sehr wenig und projizieren das eigene Vaterbild auf das Gottesbild. Und dann haben sie ein ganz falsches Gottesbild. Ne? Das ist bei sehr, sehr vielen Menschen sehr problematisch. Die haben ein falsches Gottesbild. Ja, ein Bolzistengott, ne? Der immer straft und macht und tut und der hart ist, ne? Und so weiter und so fort. Aber wir müssen durch die Gnade Gottes unser Gottesbild revidieren. Wir müssen erkennen, sollen erkennen, dürfen erkennen, dass Gott der liebende Vater ist, der mich auch annimmt. Ich bin sein Kind. Ne? Ich bin von ihm angenommen, von ihm geliebt. Nicht, weil ich besonders gut bin, sondern weil ich sein Kind bin. Weil der Vater eben sein Kind liebt. Ne? Wie ein liebender Vater seine Kinder liebt, so nimmt Gott seine Kinder an, liebt sie. Und dann mit dieser Liebe können wir uns dann selbst eben auch wieder annehmen und lieben. Genau, richtig. Wow, wunderschön. Und wir haben die Trinität, wir haben den Heiligen Geist. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat gesagt, das ist ein Helfer. Wie können wir diesen Helfer in unserem Leben erfahren? Wie können wir dem Ja, Heiligen Geist gehen? Auch? der Helfer, der Anwalt, der Tröster, der Heilige Geist. Ja, ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Ne? Das ist wie der Treibstoff. Ne? Du kannst das schönste Auto haben, wenn du keinen Treibstoff hast, dann bleibt das Auto liegen. Und so ist der Heilige Geist der Treibstoff, die Kraft. Ne? Und diese Kraft Gottes will angenommen sein. Der Vater und der Sohn senden den Heiligen Geist. Und ich darf mich für den Heiligen Geist öffnen, dass ich ihn einlasse in mir und den Heiligen Geist in mir wirken lassen. Und wenn der Geist Gottes in mir wirkt, dann wirkt eben Gottes Kraft in mir, wirkt Gottes Liebe in mir, motiviert mich zum Beten, zur Beziehung mit Gott treten. Die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, so sagt Jesus. Ne? Nur im Heiligen Geist können wir beten. Ohne den Heiligen Geist sind wir völlig geistlos. Ne? Sind wir leer, können wir nichts beten. Nur der Geist Gottes kann in uns beten. Wenn wir den Geist Gottes zulassen, dann betet er in uns und wir können im Geist dann den Vater erkennen, den Sohn erkennen und immer voranschreiten auf den Weg des Heiles. Und was würden Sie sagen? Ich habe viele protestantische Freunde, die können mit der Mutter Gottes überhaupt nichts anfangen. Was würden Sie sagen? Was ist so speziell? Was ist Ihre Position in unserem Glauben, im katholischen Glauben? Was ist Ihre Schönheit? Ja, die Mutter Gottes ist ja von Gott auserwählt. Sie hat sich nicht selbst auserwählt, sondern der Vater im Himmel hat sie auserwählt, Mutter seines Sohnes zu werden. Das nimmt er nicht einfach irgendeine, sondern die war wirklich erwählt von Anbeginn der Welt. Und in ihr ist das Wort Gottes Mensch geworden. Und sie ist Träger des Wortes Gottes. Ne? Und sie hat Christus geboren für die Welt und hat ihn begleitet auf all seinem ganzen Lebensweg bis unter dem Kreuz. Und das heißt auch, ja, Maria ist auch meine Mutter, weil unter dem Kreuz ist sie unsere Mutter geworden, weil Jesus gesagt hat zu Johannes, siehe da deine Mutter. Ne? Und das sagt er zu jedem von uns, siehe da deine Mutter. Sie ist die Mutter der Christen. Und diese Mutter begleitet auch uns auf unserem Lebensweg, auch in schmerzhaften Situationen, ne, wie sie ihren Sohn begleitet hat. Auch im Leid, im Kreuz ist sie bei uns. Ne, und das zeigt sich eben dadurch, wie auch in Medjugorje. Ne. Hier kommt sie in diese Steinwüste hier, ne, wo wir hier sitzen da. Am Erscheinungsberg, das ist eine Steinwüste, ne? Und Dornen und Gestrüpp und alles. Ne? Ja, warum erscheint sie nicht auf dem Petersplatz, ne? Oder irgendwo auf einen schönen Palast? Ne? Nein, sie erwählt sich dieses hier. Ne? Das zeigt doch auch, Gott erscheint in deinem Dornengestrüpp, in deinem steinigen, alles was steinig ist hier drin, da erscheint Gott. Und da will er eben Heil bringen. Ne? Und wir dürfen das Heil, das Gott der Vater durch Maria eben hier runterbringt, ne? Das dürfen wir auch annehmen. Es ist ja nicht Maria, die es bringt, sondern es ist der Vater. Der Vater bringt es durch sie, ne? Und der Vater auch durch sie seinen Sohn in die Welt gebracht hat. So bringt der Vater durch sie eben auch heute noch Gnade in die Welt, ne? Und das ist hier wirklich spürbar. Ne? Wie würden Sie das jemandem erklären, der nicht hier war? Was ist dann so speziell an Medjugorje, der es noch nicht erlebt hat? Was würden Sie dem sagen? Also Medjugorje ist einfach ein Ort des Friedens. Ne? Natürlich, es hat hier Schopf und Leute und Autos und so weiter und so fort. Aber drinnen ist wirklich ein Friede. Aber der Friede kommt durch die Versöhnung mit Gott, mit den Mitmenschen, mit sich selbst, durch die heilige Beichte. Ne? Medjugorje ist ein Ort des Friedens, würde ich sagen. Und
Das muss man einfach erlebt haben. Ne? Man kann auch so lange davon reden. Man muss einfach mal kommen, ne? Um das zu sehen, ne? Um das mal wahrzunehmen. Und es kommen hier viele, auch protestantische Menschen runter oder auch ungläubige Leute, ne? Und die einfach mal da sind, ne? Und die auch zum Gespräch kommen, zu den Priestern, zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß eigentlich nicht, warum ich da bin und warum ich jetzt mit Ihnen da will reden, aber weiß, aber vielleicht bringt es doch was, ne? Und dann fängt man an reden und fragt, wie geht es Ihnen und so weiter und wie fühlen Sie sich. Und dann kommen auch ganz viele protestantische Christen, kommen auch in diese Gnaden, in diesen Gnadenstrom, der hier läuft. Ne? Wow, ganz lieben Dank für dieses schöne Interview. Bitteschön.